Jetzt beginnt Freitag, brauche ich also noch mindestens eine ganze Stunde. Machen wir mal ganz kurz. So, Joy, na hier, gib mal meiner PSP eine Pause. Also nicht mal meine, gib mal Ferdis PSP eine Pause. Ist wohl genauer. Oh, Laden, da ist es sehr schön. Ach ja, was kann ich denn jetzt 60 Minuten lang noch aufnehmen? Monster Hunter, ist mir klar, aber welche Quest? Mal schauen. Also hier fehlen mir noch Plesiov, zwei grüne Plesiov, Monobloss, Kutkumisere, Basarios, kann ich eigentlich, das auf jeden Fall noch, Plesiov und weißer Monobloss. Natürlich das Schwert habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben. Ich bin so ein Vollidiot. Zwei schwarze Krabbe, zwei schwarze Diablos. Nach Gakuga. Da haben wir es eigentlich auch fast schon geschafft, ne? Allerdings könnte ich auch die zwei Reihen jetzt mal noch machen. In der großen Arena, ja. Nee. Als allererstes, was ich noch gucken wollte, ist mir gerade wieder eingefallen. Auf meiner Gildenkarte prüfen. Oh mein Gott, ich bin einmal im Kampf gefallen. Bin über einen Stein gestolpert und gefallen. Und da seht ihr, ich habe auch noch ein bisschen ausprobiert, hier Sammelquest immer mal gemacht, zu gucken, ob es klappt. Hier ist Tony Velestia, ja, das haben wir gemacht, kann mich dran erinnern. Und jetzt, zwar kein Schal, Blut Onyx, weil bezeugt die Erlegung eines Akantor, erobert das Herz und stiehlt die Seele. Warum trage ich so einen Scheiß? Hier für Kirin, Frühlingskarpfen, prächtige rote Schuppe Fisch und beweist, wie den Ausbau des Angelstegs, okay. Und hier ist Umblätter. Nikots Schnurrhaar. Ja, cool bekommen, ne? Pokekürbis habe ich bezeugt. Den Abschluss aller dringenden Pokequests. Und wir haben mit einem Schluck. Bezeugt den Abschluss aller dringenden Pokequests. So. So muss man es vorlesen. So und nicht anders. Ich habe da ein paar Pokepunkte, oder? Kann ich was renovieren? Ich könnte die Feldreihen weiter ausbauen. Insektenbusch plus 2. Oder Abbaustelle plus 3, die ist eigentlich wertvoller. Na, ja, dann sammle ich noch ein paar Punkte. Ja, ich muss jetzt mal kurz ein bisschen gucken, was wir noch so machen können. Hier brauche ich Kezo-Lederhaut-Creme und Blitzbeutel. Sanktionsgewehr brauche ich auf jeden Fall auch noch. Das brauche ich eigentlich nicht mehr so dringend. Das brauche ich noch. Ach ja, übrigens, ich habe mal von Buffalo LP eine Frage bei mir gelesen, und zwar, wo ich diese Lanze hier habe. Die heißt Graue Gewehrlanze und die bekommt man von den, ich zeig's dir mal kurz, oder euch, das ist eine von denen hier, mit dunkler Stein, dunkler Splitter, Pokeschein und so weiter. Und, das kann man bekommen, weil du hattest gefragt und ich hatte vergessen, einen Kommentar zu antworten, und deswegen mache ich das jetzt mal so. Ich hoffe, du siehst das. Wenn ja, bitte in die Kommentare, danke, hat sich erledigt oder so. Alle anderen, die es gerne wissen wollten, ja, ich zeige es euch auch gerne. Bin ja offen für alles. Also, nicht ganz alles, aber zumindest hier, was so den Channel angeht. Nein, da bin ich auch nicht offen für alles. Scheiße, wenn so indirekt das Niveau wieder sinkt, dann ist Sino am Werk. Und der sich einfach nur in dem heißen Brei herumreden will und nicht die richtigen Wörter findet, wo man nichts Perverses reininterpretieren kann. Es geht ja bei den meisten Wörtern gar nicht, genau. Hier hinten ist das, schaltet ihr frei, sobald ihr T-Rex erledigt habt. Und mit zwei Stücken Drachenelsenknochen darf man hier einmal abbauen. Ich habe 48 oder so, stand gerade da. Dann haut man da 1, 2 Mondig dran, holt sich die Steine hoch, hebt es in die Lüfte und findet den dunklen Splitter und den dunklen Stein. Und mit genügend Sachen hiervon kann man sich das dann bauen. So. Gerne erklärt. Bei Fragen, jeder, der Fragen hat, ich antworte gerne. Auch wenn ich es oftmals vergesse. Aber wenn ich es nicht vergesse, dann antworte ich gerne. So. Luft holen nicht vergessen. Wieder mal. Auch wenn es noch kein Bienenschuss war, den ich bisher gelabert habe. Bin ich sehr stolz auf meinen Kopf. Ich habe gerade eine Harzpflanze gekriegt. Also eine H.
Harzer Pflanze. Kraftsamen. Splitternüsse. Oh ja. Das tut weh, wenn die Nuss splittert. Ich habe keine Plus. Egal, ich habe 143 normale Fassbomben. Weil ich, Idiot, so viel gekauft habe. Aber, naja. So, okay. Bevor ich jetzt mich weiter vor den ganzen Quests drücke, irgendwann muss ich es machen. Also, yippie, Schweinebacke. Ich gucke nochmal, welche ich jetzt zuerst mache. Mache ich die Reihans? Bräuchte ich eine Eiswaffe, die stark genug ist? Waffen verbessern. Höhenstachel. Brauche ich Blangonga-Sachen. Und Plangopilz. Eigentlich kann ich das relativ schnell bekommen. Fällt mir gerade so auf. Ich habe doch nichts dagegen, wenn ich mal kurz einen Plangongo mache. Ne? So ein Plangongo-Mongo. Chip, gibt's hier nicht. Hier scheinbar. Wieso gibt's den nirgendwo? Das ist doch mal bescheuert. Also ich glaube, ich weiß, wo es den gibt. Und zwar genau hier. Aber die Quest habe ich ja schon gemacht. Toll. Okay, also kann ich nicht machen. Das heißt, ihr könnt auch nichts dagegen haben. Ich muss Plesiov und Weißer Monoblast jetzt machen. Plesiov, Monobloss. Scheiße, das haben die verschwächen. Fuck. Das kann man, wenn man sowas immer wieder vergisst. Ich speichere nochmal kurz. Nicht ganz, ja, mit der 0.1.9. Allerdings weiß ich nicht, ob die 0.1.9 das durchhält. Also, zwei Monster im einen Ding. Es könnte sein, dass da die PSP leckt. Oder nicht oder ganz stehen bleibt, so wie vorhin. Das ist ja mehr als fast passiert. Ich mache mal ganz kurz Pause. Und bin gleich wieder da. So, die sind laut der Wiki ja beide anfällig auf Donner. Das heißt, ich könnte gleich mal meinen Hammer nehmen. Da ich aber da ordentlich verkacken werde, mache ich das nicht. Ich könnte die Teufelsklinge nehmen. Ich glaube, das mache ich auch. Weil ich jetzt eine Weile nicht mehr mit Langschwert gekämpft habe. Muss ja wieder ein bisschen Abwechslung reinbringen. Warum habe ich meinen Honig nicht geholt? Da wird Winnie Pooh aber so richtig sauer auf mich sein. Wenn ich denen keinen Honig gebe. Wer mag nämlich Honig, ne? Habt doch alle mal gesehen, die hier Morgenwald und so, ne? Der 100 Morgenwald, genau so hieß er. Megatränke. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ich habe das auch nur aus Kingdom Hearts gesehen, aber größtenteils wieder nur natürlich ab und zu. Wahrscheinlich ist es so lange her, dass ich mich gar nicht mehr daran erinnern kann, dass ich es geguckt habe, weil ich kannte ja alle schon. Also ich habe wahrscheinlich mal gesehen, ist aber war ich so jung, dass ich nicht mehr wusste, dass ich das gesehen habe. Oh ja. So muss das gewesen sein. Schallbomben habe ich noch, Frösche brauche ich noch. Muss mal die Sachen von Markantor weglegen. Ich habe hier noch 8 Honig. So, kombinieren. Tada! So. Rausnehmen. Das war jetzt fast doof, was ich gemacht habe, aber lassen wir es mal. Kann es eh nicht mehr ändern. Feingerät. Wieso habe ich Feingeräte mit? Es gibt so Sachen, da verstehe ich mich selber nicht. Vielleicht habe ich sie auch schon im Nachhinein eingepackt. Das wäre mal gut und schlau gewesen, aber das glaube ich eher weniger, weil es halt eben gut und schlau gewesen wäre. Okay. Verdiene Küche in der Nähe zu Hause. Was soll ich jetzt eigentlich machen? Mir ist gerade irgendwas in den Sinn gekommen. Ich habe es vergessen. Ach ja, doch, verdiene Küche war richtig. Und zwar Grillabhäng, Objekte annehmen, gebratene Steaks, Objektbox senden, die hier und alles ist gut. Jetzt können wir auch auf die epische Jagdquest gehen. Jetzt bin ich halbwegs ausreichend gerüstet. Jetzt sollte ich das schaffen. Was brauche ich eigentlich, um die Waffe hier noch weiter zu verbessern? Donnerbolt. Toll. Das, was ich hier so ziemlich für jede Waffe brauche, die Donnerelement hat. Ganz was Neues. So richtig einfallsreich waren die da.
Egal welche Donnerwaffe du hast, du brauchst erstmal grundsätzlich einen Donnerbeutel. Ach, Psychoserum. Und ein Farbball wäre eigentlich auch ganz schlau, aber ich werde die schon nicht verlieren. Die werden mich schon nicht zweimal töten und dabei werde ich immer nicht wissen, wo die sind. Nein. Ich kenne mich ja mit den Monstern aus und mit meinen Stechen, mit meinen Schwächen, das wird nicht passieren. Bloß nicht. Und ich glaube, mir fällt gerade auf, dass ich das Ganze hier mit nur 30 Frames per Second aufgenommen habe. Normalerweise nehme ich 60. Ich hoffe, dass ich wenigstens so viel habe. Fuck, wenn ich das Ganze jetzt so mit aufnehme. Ich mache mal ganz kurz Pause. Muss mal ganz kurz gucken, mit was ich aufgenommen habe. Und wir sehen uns dann gleich wieder, ne? Also, ciao. So, da sind wir wieder. Ist alles gut aufgenommen worden, das ist schon mal schön. Habe ich keine falschen oder am besten gar keine Einstellungen getroffen. Kaltgetränk habe ich noch mit. Mensch, bin ich gut. Bin ein bisschen außerhalb des Redeflusses, aber der wird schon irgendwann wieder zurück zu mir strömen. Wir müssen den Plesioff erledigen, als allererstes. Ach stimmt, ich habe ja keine Farbbälle mit. Ich bin ja so ein armer Schlucker, der nicht mal Farbbälle hat. Also, wisst ihr, wann ihr richtig arm seid? Wenn ihr keine Farbbälle mehr habt. Dann seid ihr so richtig am, ja, arm. Ich will jetzt nicht sagen am Arsch, aber jetzt habe ich es ja trotzdem gesagt. Es geht ja schon in Ordnung, solange man nur Akanto bekämpft, aber wenn man dann schon gegen solche Leute geht, die am besten sich noch erst eingraben und dann noch irgendwo anders hin flutschen, dann kann das schon mal etwas schwieriger werden. Na gut, dort ist er auch schon. Man kann hier gut durchs Wasser sehen. Ja, ich denke, ich hole ihn jetzt gleich mal mit den Fröschen raus. Vorher mache ich mir noch die Hermit Tower Platz, sonst stören die mich beim Fischen. Und das wollen wir ja nicht. Also, ja, drei Schläge, das war auch sehr schön. Ich fällt gerade auf, ich kann auch die Musik mal wieder ein bisschen leiser machen. Das ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt dafür. So. Nicht wundern, Zeit und Datum stimmen bei mir nicht ganz. Nicht ganz genau zumindest. Halbwegs richtig sind sie schon. Nicht. Ich habe Flügel gesehen. Komm doch endlich her. Ist doch deine Lieblingsspeise, ein kleines Fröschchen. Ach komm schon. Ach komm. Ja, komm, beiß zu. Ja, da ist er. Ich hätte fast die Hoffnung aufgegeben. Und raus mit dir. Heraus, heraus. Er hat was verloren, das ist cool. Okay, Angriff, zack. Toll. Ich block auf jeden Fall schon mal oben ab. Das könnte spaßig werden. Okay, durch den Fuß komme ich immerhin durch. Das ist ein Anfang. Kein wirklich großer, aber besser als gar nichts. So, Megatrank. Ach stimmt, ewig Jagdquest, ich kriege ja nur Megatränke. Toll, hätte sie mich mal ruhig einer von euch daran erinnern können, dass ich hier nur Megatränke bekomme und das Ding nicht aufsammeln brauche. Aber nein, ihr seid mal wieder so egoistisch, wollt mich failen sehen und sagt mir es nicht. Typisch Zuschauer. Ah, Mensch. Ha, daneben. Blöder Plesioff. Oh, 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 oh. Gut, alles gut. So, komm her. Erstmal echt. Okay, das ist eine neue Attacke, die er hier auf Highrank kann. Die hat mich auch schon ein, zwei Mal getötet. Ist böse, müsst ihr aufpassen. Ich weiß nicht, ob er in der Play schon mal die gemacht hat, deswegen sage ich jetzt. Der richtet sich halt eben auf, so wie gerade eben, und schießt einen Wasserstrahl direkt vor sich lang und zieht halt eben verdammt viel ab. Zumindest wenn man die anderen Attacken als relativ sieht, dann zieht das schon sehr viel ab. Oh, Menno. Tja, Pech gehabt. Da hat mir die Ecke mal geholfen. Wir sollten eine neue, also ich sollte eine neue, wie heißt das?
nicht Topic, sondern neue, sowas ähnliches wie eine Challenge aufmachen. Und zwar, wer hat den geilsten Eckenmoi? Eckenmoi, man steht in der Ecke und wird wegen dieser Ecke nicht getroffen. Ist doch viel geiler, als selber auszuweichen, weil das hat mich einfach taktisch genial platziert. Das müsste mal eindeutig eine neue, ich weiß auch nicht, wie das heißt, geben. Nur dafür, also nicht nur Moi, sondern Eckenmoi. Ja, das klingt gut. Ich denke, da würden ziemlich viele gerne mitmachen. Vor allen Dingen ich, ja. Also immer, wenn ihr jetzt irgendein Met oder sowas macht, oder irgendwas mit Monster Hunter, macht mal ein Eckenmoi. Da weiß ich, okay, die schauen mir zu. Die wissen, was ein Eckenmoi ist. Yeah. Oh, daneben, Plesio. Scheiße, ich auch. Fuck. So. Nein. Okay, ich sollte mich langsam mal heilen. Das wäre eine sehr gute Idee. Also erstmal wegrennen und jetzt Megatank schnuppen. So, dann gleich noch einen hinterher, weil es so schön war. Und weil man immer beim Saufen ist, hört man ja nicht auf und nimmt mal noch die ganzen Mega-Sachen mit. Wow, daneben. Oh, fuck, 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 rangehen. Also da seht ihr, macht er so einen riesen Kreisbogen und tut halt eben cool damit, ne? Jetzt hier auf High Rank. Und da liegt er auch schon zum ersten Mal. Das ist auch schon mal ein Anfang. Also ne, ein echter Anfang wäre es, wenn seine Flosse oben eingeklappt wäre. Dann wäre er nämlich schon fast tot. Das wäre ein genialer Anfang. Boah, ey, geiler Moi. Ich laufe hier gerade so Hochtouren auf. Das ist ja... Wow! Ich cheate nicht, das ist schon mal gut. Ich habe Cheats gar nicht an. Also, ich habe ja sogar das Plugin für Cheats gar nicht an. Aber das wundert mich gerade trotzdem, dass der hier schon tot ist. Ich sag doch, ich laufe zu Hochform auf. Oh, geil. Ich soll vielleicht doch noch ein bisschen länger aufnehmen. Vielleicht kriege ich noch was richtig Geiles hin. So ein Fatalis oder so. In einem Part. Ah, 20 Minuten. Das ist unmöglich. Zumindest für mich. Ohne rausschneiden und ähnliches. Aber man kann es ja mal probieren. So, als allererstes nehme ich jetzt erstmal wieder ein gebratenes Steak. A roasted tasting. Oder so ähnlich, was die immer beim Grillen sagen. Habe ich hier eigentlich im Let's Play schon mal richtig gegrillt? Wenn nicht, muss ich das unbedingt noch nachholen. Also ich kann kein Let's Play von Monster Hunter aufhören, ohne jemals gegrillt zu haben. Also das muss ich nochmal machen. Das steht sowas von fest, das ist jetzt unumstößlich. Wow, mein Gott, ein weißer Monoblast. Albino-Männchen, komm mal her. Okay, bleib eben dort. Von mir aus. Hab ich dich erschreckt? Oh, das tut mir aber leid. Kommt höchstwahrscheinlich gleich wieder vor. Also ich komme echt nicht durch den durch. Also durch seine Brust. Weil ich da ja auch nie hin muss mit Langschwert. Okay, erst nochmal eine Scheibe bewerfen. Und mal gucken, durch die Flügel komme ich auch nicht. Ah, durch den Kopf komme ich. Und jetzt mit Elan schlagen, also mit Elan Klinge komme ich auch durch den Rest. Ist das schon mal ein Anfang? Komisch, bei mir gibt es immer nur Anfänge. Ich habe noch keines mehr, das ist aber ein tolles Ende. Und immer nur, das ist doch mal ein guter Anfang. Na, weil nach dem guten Anfang wahrscheinlich nie wieder irgendwas Gutes kommt. Daran wird's liegen. Also eigentlich wollte ich jetzt den Tail cutten, aber ich glaube, das könnte schwierig werden. Oder zumindest ein Weilchen dauern. So, ich gehe mal gleich auf den Rücken. So, also das Horn werde ich auf jeden Fall nicht kriegen. Als Langschwertkämpfer zumindest nicht wirklich gut oder annehmbar. Zudem treffe ich den Tail auch meistens nicht. Und da ist er auch schon. Booyah. Verdammt. Ey, cool, ich hab die Beine geflasht. Und bin gerade weggekommen. Doppelt cool. Und bin dann gleich nochmal ausgewichen. Oh, Alter, hier ist das schon dreifach cool. Das ist ja fast eine cool Combo. Oh fuck. Ja.
Sitz war klar. Ja, dann. Noch ist die Kühlfach-Kombo nicht beendet. Nur weil ich von einem Schrei getroffen wurde, heißt noch lange nicht, dass es beendet worden ist. Nein. Noch kann es weitergehen. Es muss nicht. Also die Kombo ist auf jeden Fall zu Ende. Aber so, das ohne aufzuhören, das ist noch nicht fertig, ne? Also noch wurde ich nicht im Coolsein unterbrochen. Ja. Ironie auch. Oh, ja, okay, jetzt ist es auf jeden Fall aufgehört. Das war zu lange zwischen den nächsten.